Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier von Harry Potter. Ich hätte mal kurz du behinderte Hermine. In manchen Situationen hier in Harry Potter. Hier der Elemente springt einfach irgendwie ein bisschen blöd rum und dann geht alles irgendwie nichts mehr. So, zack, auch noch hier. Hui, und wir sind oben angekommen. Ein Holzhaus. Eine Kretze. Hier. Der Gefangene aus Azkaban. Und... Guten Abend! Hallo, wie geht's? Die Ratte. Und Snape. Und ich. Snape weg. Kretze hier. Kretze auch weg. Das Klavier war irgendwas noch. Was ist das für ein Zauberspruch hier? Aber irgendwie müssen wir noch jetzt. Okay, den Mauseball haben wir. Aber den Käse noch nicht dazu. Wir brauchen noch Käse. Schmackhaften Käse. Ja, ja, da kann sich hier wo befinden. Wir haben Käse. Irgendwie. Wo ist die Ratte hin? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin... Wo ist dein Kretze hin? Oh. Okay, wir müssen noch irgendwas noch machen hier. Noch mehr Teile bekommen wir. Und nun haben wir gemeinsam eine riesengroße Falle. Und es lockt jemanden an. Jemanden lockt es immer an. Oh, gerne. Autsch. Ha. Oh. Wurm. Schwanz. Hier. Nur eine Ratte. Mal umdrehen. Zack und weg. Zack und weg. So gesehen, hä? Ich hab die ganze Zeit. Hab ich mir noch eine Kretze oder eine Ratte? Oh. Mal raus. Moment, hier werde ich noch ein Wörtchen reden. Oh, oh, der Vollmond. Nein, jetzt drehst du euch. Zack, klein Maus weg. Und jetzt noch. Wolf. Wuff, 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 wuff. Werwolf gegen Wolf. Wie der davon gerannt ist. Und jetzt befinden wir uns wieder in einer coolen Situation hier. Irgendwie hier müssen wir weiterkommen, aber. Ach so. Zack, nach oben angekommen und naja, jetzt werden wir hier den langen, schmalen Pfad nach dem mittleren Ende von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban machen. Zack, und jetzt wird noch hier ein Stück von Liebe und Schmerzhaft.
So, du kannst mal deine gute alte Sausebrause raushauen und willst noch kurz graben. Zack, mal kurz wechsel dich und reingehauen dann. Hier hinten haben wir noch ein Stück von einem Toten. Nee, Hand oder so ähnliches. Und hier haben wir noch die Blume. Nein, natürlich leider nicht. Wäre zu schön gewesen. Ah, guck mal. Auch nur komische Farbe. Hä? Wo gibt's denn hier lila Blüte? Habe ich hier was übersehen oder? Ach, ja, ich habe was übersehen. Was Essentielles habe ich übersehen. Was sehr, 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 sehr Essentielles. Oh, so ein Stark. Da oben hängt noch ein Typ oder so, habe ich gerade gesehen. Wollen wir mal kurz besuchen gehen? Müssen wir irgendwie besuchen gehen? Muss ja irgendwie was sein. Oh, wrong person. Kratz mal eine Runde hier auf. Komm. Erleichter dich. Da oben haben wir noch einen kleinen Typen, den wir mal kurz befreien. So, haben wir das geschafft. Aber irgendwie müssen wir nach oben kommen. Und ich würde mal hier einfach erst ein bisschen zerhauen, zermaunzen, zerschlagen. Wenn das geht. Ich hoffe nicht, ist alles. Also ich hoffe wirklich nicht, irgendwas hier müssen mit dem roten Dinger was an. Mit der roten Dinger was anfangen. Aber was genau. Wird sich dann später zeigen. Wahrer Zauberer schon. Jetzt. Oha. Warum ist auch schon freigeschaltet? Ist das. Ach, ein Pilz. Da ist jemand an. Und jetzt der Werwolf gegen den Wolf. Eigentlich zwei nette. Und. Naja. Sirius Blake. Was jetzt? Das Eis gefriert. Es wird kalt. Es wird wirklich scheißkalt. Übrigens, ich habe auch in meinem Zimmer richtig kalt. Ah, gut. Wirklich, ich zittere wirklich gerade. Irgendwo ist was auf. Ich habe keine Ahnung, wo oder wie oder wann. Aber muss irgendwie ja sein. Ein wahrer Zauberer. Stats, Schüling Gefahr, Kobolde. Und hier, liebe Leute, müssen wir leider, Gottes Glaube, jetzt schon abbrechen. Denn ich will nicht die Geschichte vor sein. Und ich will jetzt hier mal eine kleine Pause einlegen vom Spielen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine spannende Abenteuergeschichte hier mit Harry Potter. Years 1 bis 4. Ja, das war's, meine lieben Freunde, mit dem jetzigen Part. Mal schauen, was dann später noch auf uns zukommt, wenn wir dann den nächsten Part spielen. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich sehr, sehr schön. Es ist eine sehr schöne Machart und wenn es weitergeht, dann seht es auch auf meinem Kanal. Wenn ihr mich abonniert habt, wenn nicht, dann bitte abonniert mich, falls ihr ein oder zwei Parts nicht vergessen oder verlieren wollt. Dann einfach nur abonnieren. Ansonsten schaut doch mal wieder vorbei bei Harry Potter, die Jahre 1 bis 4.
Ansonsten freut's mich wie ein Teufel, das Spiel endlich zu spielen. Und ein lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung. Ich bin Harry Potter in einer verflixt scheiß Kammer, die von den Dudleys, gerade aufgemacht werden. Aber das spielt auch keine Rolle mehr, denn wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder gerade auf die Playlist kommen wollt, dann klickt einfach unten links in den laufenden Screen, da ich ein paar Gameplay-Sachen reingeschmissen habe und so. Ja, ansonsten, liebe Freunde, viel Spaß bei den weiteren Let's Plays und wenn die Eulen kommen, dann einfach nur die Ohren zumachen und freuen auf weiteres. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, wie die Geschichte weitergeht und wir freuen ja uns auch auf mehr von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley, die auch hier rechts im Bilde sind, wie wir auch gerade sehen, alle in Gryffindor und das, liebe Freunde, freut mich sehr. Das wird ein spannendes Abenteuer mit sehr, sehr viel Action in Lego-Optik. Tschüss, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.